Aber immerhin habe ich hier aktuell 4 Leben, also 4 Balken, Lebensbalken. Na komm, geh voll. Ich kann auch nicht die Granate da jetzt so perfekt rumwerfen. Wenn denn? So, naja, war jetzt ein bisschen unlucky, aber wir haben... Ja gut, so weit zurücklaufen brauche ich jetzt glaube ich nicht. Ich hoffe mal, dass ich hier close gleich was finde. Da geht es auf jeden Fall rein, so wie es aussieht. Ich habe nichts da. Hätte natürlich jetzt Leben sein können. Und da müssen wir rein. Haben wir hier noch irgendwo Leben? Nee. Das heißt, wir werden Aufzug fahren. Und da ist sogar Levelende. Oder Kapitel. Ja, Levelende vom Kapitel. Wir glauben, dass Hale diesen Tunneln mehrere Kilometer weit folgte, bis er einen Hauptknotenpunkt erreichte. Dieser sollte ihn direkt in einen Turm der Bestien führen. Der Turm war wahrscheinlich der, den wir C3 nennen. Jeder Turm wird nach seiner relativen Position im Netzwerk benannt. C3 liegt nur 19 Kilometer vom Zentrum entfernt. Er war sicherlich sehr schwer befestigt. Ja, sehr schwer. Die scheiß Tunnel. So, ein dunkler Ort, Tunnel der Bestien. 2233. Ja, die Frage ist halt, wie viel Level hat dieses Kapitel? Drücken Sie die Starttaste. Okay, wir müssen hier unbedingt erstmal weitermachen. Ansonsten geht das nicht gut aus. Ja, komm. Machen wir das Level noch fertig. Einer. Beziehungsweise eher auf jeden Fall bis zum nächsten Speicherpunkt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Oh, was haben wir denn? Die L209 LARG wurde ursprünglich zum Einsatz gegen russische Divisionen entwickelt. Seit der Invasion der Bestien wird sie gegen schwere Fahrzeuge wie Pirsche eingesetzt. Raketen sind manövrierfähig. Mit L2 verlangsamen sie die Rakete, um sie zu lenken. Ziehen sie mit dem Fahnenkreuz auf das gewünschte Ziel, damit die Rakete diese Richtung einschlägt. Drücken sie R1, wird die Rakete langsamer. Wenn sie nach dem Feuern L1 gedrückt halten, schießen sie automatisch gelenkte Submunition ab. Diese wurde 1950 nachgerüstet, um die Waffe im Boden kampfflexibler zu machen. Okay. Das heißt, damit haben wir, so wie es aussieht, ja, unsere komplette Munition am Start, beziehungsweise unser komplettes Waffenarsenal. Gut, dass die jetzt alle hier vorankommen, das war irgendwie klar. Okay, dass die jetzt so close stehen, habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Das heißt, wir können eigentlich noch die Shotgun-Muli noch nutzen. 2 Schuss noch. Die können wir darin versenken. Und den überrennen wir jetzt mal. Oder auch nicht. Ich bin halt schon wieder fast tot. Und lass mich raten, hier liegt wieder nichts an irgendwas, was man nutzen kann. Nein, natürlich nicht. Und die Frage, wo muss ich denn jetzt weiter? Also bis zum nächsten Speicherpunkt wäre ich definitiv, mein Gott, da haben wir noch ein bisschen was, definitiv spielen. Weil das nochmal den Anfang, ne, keine Chance. Ich, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, vielleicht ist es auch Kacke zum Schneiden dann, wenn ich das jetzt so weitermache. I don't know. Okay, das Ding ist auf jeden Fall... Nee. So, dass sie ja bloß nicht aufsteht. Okay, dass er schon wieder instant auf mich zugerannt kommt, ist halt schon wieder so eine nervige Scheiße. Und dass ich halt wieder nur einen Balken habe, ne, im Leben. Es ist so lächerlich. Da kommen jetzt gleich diese komischen Viecher rausgesprungen, die mich halt auch instant töten können. Was sie zum Glück nicht machen, gerade.
Weil ich aufgepasst habe. Warum sind denn jetzt hier überall die Bohrer-Spackos? Ich habe keine Ahnung. Das reicht's mir. Tschüss. Oh. Nee? Ah, die lag. Ich weiß halt nicht. Ob das wirklich so eine gute Idee ist. Denn das Drecksteil ist auch genauso scheiße. Bringt auch irgendwie nichts. An sich kann ich den Typen eigentlich nur Bohrer gegen Bohrer bekämpfen. Alles andere ist gerade eigentlich nicht möglich. Lebt halt immer noch. Danke. Weil wir haben hier doch eigentlich okay Ausgangslage mit Bohrer. Naja, ich weiß halt nicht, wofür ich die Lag im Endeffekt nachher brauche. Weil zu viel oder zu stark möchte ich die jetzt eigentlich nicht verwenden. Nur einmal raus mit euch. Und da sind natürlich wie jetzt wieder Bohrer-Spackos am Start. Okay. Also die Dinger würde ich halt echt ganz gerne mal in Aktion sehen. Aber... muss ich leider so tun. Zumindest den ersten. Den zweiten versuche ich halt wieder mit dem Bohrer zu holen. Wenn ich denn sehen würde, wo der steht. Das Gute ist halt, dass ich hier doch durchschießen kann. Aber ich halt wieder nur am... ich hänge halt wieder am seidenen Faden. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Vor allem, der stirbt halt auch nicht, ne? Ist er tot? Er sieht relativ tot aus. Shotgun-Munition bekommen wir. Ich will unbedingt einen Speicherpunkt haben. Ich will irgendwas haben. Irgendein Erfolgserlebnis, ansonsten wäre es ein bisschen scheiße. Es wäre einfach ekelhaft. Wenn da jetzt nicht irgendwas kommen würde. Die wäre mir relativ egal, was ich will. Oder... Leben oder sonst irgendwas, weil ich möchte hier nicht auf einen Dingenzieher umherkrepeln. Und wir kriegen halt weder noch. Wir kriegen hier halt weder noch. Ach, und relativ viele eigentlich. Zum Glück haben wir auch nochmal 50 Schuss drin, ne? Relativ genau. Und da oben haben wir noch was. Solange es nur... ich wollte sagen, die normalen sind... die normalen, sag ich schon. Nur diese komischen Krebelviecher hier. Ist es mir eigentlich... relativ. Ja, da kam ich jetzt nicht drum rum, Alter. Ich wollte diese Granate eigentlich behalten. Aber man... kommt halt nicht drum rum, den ganzen Kram einzusetzen. Nicht einzusetzen. Da haben wir nochmal Lag-Munition, Bullseye-Munition. Nur 34 Schuss. Ekelhaft. Ich weiß nicht von wo. Von Close, natürlich. Natürlich von Close. Alter, der konnte ja reden. Man hat gehört, hier, deine Zeit ist vorbei. Interessant, dass er sich auch äußern kann. Ähnlich wie die Maden. Nein.
Muss ich jetzt leider so machen. Aufgrund des geringen HP. Nachteils, Kontrollpunkt erreicht, ist okay. Boah, Alter. Oh, hi. Man darf die Spackos aber auch nicht unterschätzen, aber so überhaupt nicht. Ziehen einen, wenn sein Anspringen extrem viel Energie ab. Genauso wie die Spackos. Vor allem halten die ganz schön viel aus. Da ist nichts. Ich hoffe ja, da. Interessant, dass wir so viel Lag-Munition jetzt bekommen. Das heißt, könnte möglich sein, dass wir gegen einen... Heilung übrigens. Vielleicht gegen einen Pirsch oder sowas antreten müssen? Maybe, maybe not, I'm not sure. Lass mich raten, ich muss beide betätigen. Ah, ich bin einmal drauf. Oh, ja, natürlich, es war so klar. Es war so klar, es war so klar, es war verdammt nochmal klar. Ja, natürlich! Oh, okay. Also, dass das Ding so krank ist, habe ich jetzt nicht erwartet. Und dass wir halt schon wieder nur auf einen Dingens umhereiern, das ist ekelhaft. Wie viel Pech muss man eigentlich im Leben haben, Mann? Ohne Mist. Das Ding ist leer. Habe ich überhaupt irgendwas, was einigermaßen voll ist an Munition? Natürlich nicht. Eieieiei. Oh, jawohl. Dankeschön. Wir waren seit mehreren Stunden in Cardiff, als ich eine Funkmeldung von Hale erhielt. Er sagte, er sei in London. Und er fragte mich, ob Schnee im Juli normal sei. Er beschrieb einen Turm mitten in London. Weit größer als der, der in Somerset gefunden wurde. Mit Leitungen, die in alle Richtungen verliefen. Er sagte, wenn wir diesen Turm zerstörten, würden wir die Bestien vernichten. Hale musste völlig durchgedreht sein. Selbst wenn das, was er sagte, stimmte, wussten wir nicht, wie wir den Turm zerstören konnten. Aber ein weiterer Faktor arbeitete für uns. Ich hatte die Amerikaner kontaktieren können. Sie waren in Cardiff zu uns gestoßen. Ich entschied mich dafür, Hale zu glauben. Ich überzeugte die Amerikaner von einem Großangriff auf den Turm. Wir brachten alles, was wir hatten, nach London. Ich hoffte, dass Hale eine Landezone einrichtete. Wenn er die Pirscher nicht ausschalten konnte, wäre der Einsatz sehr schnell zu Ende. Okay. Das scheint, dass wir halt... Nächstes Kapitel? London, jawohl. Ein hoffnungsloses Spiel. Stadtrand, London, England, 14. Juli 1951, 5.05 Uhr. Oh Mann. Ja, und damit sind wir ja noch erstmal durch für heute. 2 Stunden. Und sagen wir mal grob 15, wenn das alles durch ist. Okay, er guckt sich erstmal wieder um. Und ja, natürlich muss ich relativ viel rausschneiden. Mindestens halbe Stunde, 40 Minuten bestimmt. Weil manche Checkpoints, Alter, das ging ja gar nicht. Da die halt nicht zu bekommen. Und da ist es natürlich verständlich, wenn ich da ein bisschen was rausschneide. Weil nochmal alles durchspielen und zeigen, was lange dauert, wäre halt kacke gewesen. Naja, nichtsdestotrotz, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin auf jeden Fall raus. 2 Stunden, 14 wahrscheinlich, oder 13 overall. Das heißt, wir sind bei 6,5 Stunden knapp. Das heißt, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Auf jeden Fall, nichtsdestotrotz, hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt es natürlich euch in die Kommentare. Wie gesagt, wenn ihr mich ja weiterhin gucken möchtet, denkt dran, abonnieren, bla bla bla. Ich halte es Abschluss, bla bla, jetzt kurz. Auf jeden Fall, ich bin raus. Ich bin Alewache1990. Danke fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Ciao, Leute.